Was wir derzeit sehen, sind absolut brutale Märkte. Wir haben 4 Handelstage in Folge steigende Märkte gesehen mit einem S&P 500, der über 200 Punkte in diesem Zeitraum hatte zulegen können. Und gestern dann dieser massive Abverkauf, der härteste Abverkauf seit dem Jahr 2020 bei den wichtigen US-Indizes. Und diejenigen, die vorher auf der Long-Seite gewesen sind, weil sie gesagt haben, Mensch, die Inflationsdaten werden niedriger, das ist doch alles ein bisschen zu negativ hier. Stimmung ganz negativ, Positioning ganz negativ. Die sind in diesen Markt auf der Longseite reingesogen worden, haben jetzt wahrscheinlich doch herbe Verluste nach dem gestrigen Abverkauf. Und diejenigen, die vor dieser 4-Tages-Rally short waren, die haben wahrscheinlich auch böse auf die Mütze bekommen. Also dieser Markt hat wahrscheinlich nicht sehr viele Gewinner produziert. In den letzten Tagen, da haben sehr, sehr viele sehr herbe Verluste wohl einstecken müssen. Und wir wollen uns das Surrounding, die Situation mal anschauen. Wie ist derzeit die Lage? Hier sehen wir das doch desaströse Bild. Dow Jones minus 4% knapp, Nasdaq 5,5%, der Nasdaq 100, der Nasdaq Composite 5,16% und der S&P 500 auch über 4% im Minus. All das natürlich wegen den Inflationsdaten, vor allem weil eben die Kerninflation, die Core PCI mit den 0,6% deutlich, deutlich stärker gestiegen war als erwartet. Das bedeutet, da ist langfristig noch ein Inflationsdruck da, denn diese Core-Daten, die sind weniger, wie kann man sagen, flexibel, die ändern sich nicht so schnell. Das heißt, der Druck in Richtung Inflation, der ist eher dauerhaft und die Reaktion der Märkte nicht besonders amüsiert. Eine Apple 5,5%, eine Microsoft 4,76%, Google über 5% im Minus, Amazon über 6% im Minus. Die Folge etwa ein Jeff Bezos, der gestern knapp 10 Milliarden Dollar an Vermögen verloren hat, ein Elon Musk mit 8,4 Milliarden. Das erste Mal seit März 2020, also seit dem Corona-Crash, sind alle Aktien aus dem Nasdaq 100 negativ gewesen. Das ist jetzt der schlechteste Handelstag für den Nasdaq 100 seit März 2020 gewesen, wie gesagt. Und viele, die jetzt gestern praktisch auf der falschen Seite erwischt wurden, die waren vorher auch schon auf der falschen Seite, vor allem Hedgefonds sold stocks they just bought last week during run higher into today, wie Goldman Sachs sagt. Also das war sicherlich nicht gerade, naja, eine angenehme Reise in den letzten Tagen für viele institutionelle Investoren. Alleine gestern haben wir eine 240-Punkte-Spanne im ES, also im S&P Mini-Future-Kontrakt gesehen, faktisch also im S&P 500, wenn man so will. Das ist einer der 5 größten Handelsbreiten, die wir jemals an den Märkten gesehen haben. Und das Überraschende ist, dass der VIX nicht so wirklich nach oben schießt, dazu gleich mehr. Das war jetzt der achte Tag im S&P 500 mit einem Verlust von mindestens 3%. Das hatten wir in den letzten 70 Jahren nur 3 Mal, 2008, 2009. Also Finanzkrise und dann 2020 Corona-Crash. Also wir sehen, dieses Jahr 2022 ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Es ist das Jahr des Tightening-Cycles, also wo die Notenbanken eben auf die Bremse treten, statt vorher wie vorher auf dem Gaspedal zu stehen. Und das ist nicht gut für die Märkte. Dazu dann eben noch solche Geschichten wie Ukraine-Krieg, Lockdowns und hast du nicht gesehen. Aber selbst nach diesem kräftigen, heftigen Abverkauf gestern stehen wir jetzt da, wo wir letzten Donnerstag gestanden sind. Es fühlt sich nicht so an, aber es ist so. Also wir sehen, was da an Rallye gewesen ist seit dem letzten Donnerstag. Das war auch schon heftig, aber das wurde dann eben an einem Tag auch mal eben ausgepreist. Hier sehen wir mal vor allem diese großen Verlierer. Apple, sechstgrößter Verlust an Marktkapitalisierung ever. Eine Aktie, die wir hier sehen, nach wie vor hält Meta, also Facebook, den Rekord mit 251 Milliarden Dollar.
Apple brachte es gestern mit diesem 5,5% Verlust immerhin auf 154 Milliarden Dollar. Das ist mehr als etwa 90% der Aktien im S&P 500 an Marktkapitalisierung haben. Ist also bei Apple gestern mal eben sozusagen ausgepriced worden. Also man sieht, wie stark hier natürlich die Dickfische wie eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon die Märkte mit nach unten ziehen. Wir sehen im Nasdaq den siebten Tagesverlust von mindestens 4% oder mehr. Wir hatten alleine zwischen den Jahren 2012 und 2019 nur insgesamt 3. Also in 7 Jahren hatten wir 3 davon. Jetzt haben wir alleine im Jahr 2022 schon 7 davon. Und es könnten noch mehr werden. Erreichen wir die 10er-Marke. Es ist und bleibt natürlich extrem volatil. Die gestrigen Inflationsdaten haben das Narrativ der Märkte, dass die Fed bald umsteuern kann und wird komplett zerschossen. Es war vorher schon nicht glaubwürdig, aber es wurde jetzt gestern dann komplett zerschossen. Jetzt haben wir natürlich viel Schmerz in den Märkten, viel bärische Einschätzungen wahrscheinlich, kann man von ausgehen. Aber wir sehen, der VIX nach wie vor bei 27. Das ist jetzt nicht wirklich hoch, wie Holger Cepic hier richtigerweise zeigt. Normalerweise sehen wir Böden an den Märkten, wenn wir ganz, ganz große Spikes im VIX gesehen haben. Das deutet darauf hin, dass viele dann sich abgesichert haben, massiv nach unten abgesichert haben, vor allem ihre Long-Portfolios. Aber hier auch nochmal, wie JP Morgan es Trade Desk gezeigt, wir haben jetzt CTAs, also Vermögensverwalter, die haben überhalb der 50er und 100 Tageslinie im S&P 500 gekauft während dieser Rallye und jetzt haben sie alles wieder verkauft. Also sie verkaufen mit Verlust unter diesen relevanten Marken und das Ganze hat sich gestern dann noch intensiviert, als Nick Timiraos vom Wall Street Journal, der so ein bisschen als das Mouthpiece der Fed gilt, also als derjenige, der den Märkten im Grunde die Ansicht der Fed liegt, praktisch mitteilt, denn die Fed will ja, wenn sie eine Zinsentscheidung trifft, bei den Wahrscheinlichkeiten sehen, die in den Fed Fund Futures eingepreist ist, dass die Märkte mit diesem Schritt rechnen. Also man sagt so als Faustregel, die Fed will zum Beispiel wissen oder sagen, okay, zumindest 70% müsste der Zinsschritt bereits eingepreist sein in den Fed Fund Futures, den man auch vorhat. Und so hat sich gestern Nick Timiraos gemeldet, der gesagt hat, ja, und viele Fed-Mitglieder wie Waller und auch Powell zitiert hat, also 75 Basispunkte ist das Mindeste. Okay, das haben die Fed Fund Futures auch schon eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed nur 0,5% anhebt, ist null laut diesen Märkten. Im Gegenteil, wir haben jetzt fast eine 50% Chance, dass sogar 100 Basispunkte kommt, also 1% der Zinsanhebung. Und die Folge, Rate Hike Expectations gehen massiv nach oben, was den September betrifft. Und wir haben nach wie vor ein Gap eben zwischen dem Nasdaq und den Fed Rate Hike Expectations. Normal läuft das schon so ein bisschen parallel, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und jetzt kommen wir in eine kritische Phase. Beide Charts hier sind der S&P 500. Und wir sehen, wenn Sie oben den Chart mal sehen, da sind wir von einem sehr überkauften Zustand in einen jetzt überverkauften Zustand gewechselt. Und das war mal eben ein Move von über 5%, den wir da gesehen haben, denn vor den Inflationsdaten war der S&P ja im Plus, dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt sehen wir hier diesen langfristigen Aufwärtstrend. Können wir den halten? Und das ist die große Frage, die sich jetzt stellt, denn hier sehen wir nochmal im Chart von Capital.com den S&P 500 und wir sehen hier diese gestrige Aufwärtsbewegung mit diesem Docht nach oben, so ein Fehlausbruch über Widerstandsbereiche, auch wenn wir noch nicht mal die Abwärtstrendkanallinie erreicht haben. Aber was ist, wenn wir jetzt da durchbrechen? Was ist, wenn wir jetzt wirklich unter 3.900, 3.850 fallen, dann könnte es ungemütlich werden. Jetzt, wie gesagt, sind wir schon ein bisschen überverkauft natürlich im kurzen Zeitfenster. Aber auf der anderen Seite, hier sehen Sie mal die Analogie zwischen dem Jahr 2022 und dem Jahr 2008. Und die ist schon frappierend, muss man sagen. Sehr zur Freude von Neil Kashkari, der ja zuletzt nach der Rede von Jerome Powell und Jackson Hole gesagt hatte, also ich freue mich, dass die Märkte gefallen sind. Warum? Weil eben dann die Financial Conditions sich wieder straffen. Das ist das, was die Fed erreichen will. Ich hatte gestern eine Grafik der Deutschen Bank gezeigt, die klar macht, dass eben vor allem die Nachfrage in den USA das Problem ist. Und diese Nachfrage kann die Fed durch eine rigide
Geldpolitik natürlich dämpfen und damit die Inflation auch wirklich beeinflussen. Apropos Inflation, lasst uns mal annehmen, wir hätten jetzt keine Veränderung jeweils zu den Vormonaten bei der Inflation. Wir hatten gestern ja einen Anstieg von 0,1%. Nehmen wir an, es würde also den nächsten Monat immer keine Veränderung zum Vormonat geben, dann wären wir im September bei 8,01% zum Vorjahresmonat, im Oktober dann schon bei 7,1%, im November bei 6,6% und dann geht das immer weiter runter, sodass wir im Februar schon bei 4,4% Inflation wären und im März dann sogar nur bei 3% der Inflation. Warum ist das so? Nun, der Basiseffekt. Wir hatten eben sehr, sehr langsame oder sehr große Anstiege jetzt gesehen, weil eben der Vergleich zum Vorjahresmonat dann so groß ist. Aber dann zog die Inflation eben immer weiter an, sodass jetzt die Latte immer höher liegt und es wird praktisch immer schwieriger für die Inflation, jetzt auch wirklich solche Zahlen nochmal zu erreichen. Daran sieht man, dass möglicherweise, wenn die Fed jetzt das, was sie vorhat, wahrscheinlich, nämlich die Zinsen auf 4% anzuheben, dann wären wir im März 2023, gesetzt den Fall, die Inflation würde sich zu den Vormonaten jetzt nicht verändern, hätten wir schon einen höheren Zinssatz als die Inflation. Und das ist genau der Punkt, warum möglicherweise jetzt bald interessante Zeiten auf uns zukommen. You have to get more bearish, sagte Jeff Gundlach, der Bond-Guru. Da wird übertrieben seitens der Fed. Ähnliches sagt Mark Cabana, ehemaliges Mitglied der New York Fed. Die Fed wird es übertreiben und eine Rezession auslösen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Hier rechts sehen wir mal die Positionierung in Anleihe-Futures. Also keiner will derzeit Anleihen haben. Ich denke, das könnte jetzt ein gutes Investment sein, denn wenn diese Rezession kommt, dann sind Anleihen normalerweise gesucht, dann fallen die Renditen für Anleihen mithin, also steigen dann die Kurse dieser Anleihen. Und warum ist das so? Wir sehen hier alleine mal die 30-jährige Mortgage Rates. Über 6% jetzt in den USA. Wir sehen, dass die Inflation die Löhne weit übersteigt, also die Reallöhne fallen, weil einfach die Lohnanstiege geringer sind als die Inflation. Wir sehen, dass die Sparquoten inzwischen sehr, sehr niedrig sind. Der Arbeitsmarkt kann sich jetzt eigentlich nur noch verschlechtern und das Consumer Sentiment ist schon schlecht. Also vieles spricht jetzt dafür, dass die Fed sozusagen die Märkte in eine Rezession rein zinsanhiked, könnte man sagen. Also sie hebt die Zinsen an und löst damit spätestens die Inflation aus. Eben aus Angst vor dieser Core Inflation. Wir sehen jetzt, dass es erst das vierte Mal war seit 1998, dass hier die Kerninflation den erwarteten Wert um 0,3% überstiegen hat. Und hier sehen wir nochmal von JP Morgan hier diese High Persistence Inflation. Das geht immer weiter nach oben, während die flexible Inflation, also so etwas wie Energie, eben nach unten gegangen ist. Aber es hat nicht gereicht. Die Märkte hatten geglaubt, okay, Energiepreise sind gesunken, das reicht, dass die Inflation auch insgesamt runtergeht. No, sir, that was not the case. Die Sticky Inflation war es, die ganze Geschichte dann so nach oben getrieben hat. Heute haben wir nochmal die Erzeugerpreise, 14,30 wichtig, 8,8% erwartet. Im Vormonat waren wir noch bei 9,8% zum Vorjahresmonat, also auch hier letztendlich schon ein leichtes Rücklaufen. Kommen wir to something completely different, kommen wir to China. Hier sehen wir, dass etwa die Shipments von Smartphones innerhalb Chinas um 31,2% zum Vorjahresmonat gefallen sind, also nachläufige Nachfrage nach Smartphones in China. Wir sehen, dass gleichzeitig das Shadowbank Lending System wieder anspringt, also Schattenbanken gewinnen wieder an Bedeutung. Die sollen jetzt sozusagen mit Tolerierung von Peking die Kreditvergabe wieder ankurbeln und China arbeitet sehr intensiv gegen eine weitere Yuan-Abwertung. Man hat jetzt in Relation zu dem, was man erwartet hat, das Fixing so gemacht, dass der Yuan deutlich stärker ist als erwartet. Also man versucht, diese Abwertung des Yuan zu vermeiden. Und Abwertung des Euros ist hier ein Thema in Europa. Hier sehen wir mal den Energy Squeeze in Europa. 11,7% des BIPs
wird uns das kosten, mehr als doppelt so viel wie in den USA. Und da wird also wahnsinnig viel Geld entweder von den Konsumenten zu bezahlen sein oder von den Staaten zu bezahlen sein. Irgendwer muss diese Rechnung bezahlen. Es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, wie mir Andreas Steno Larsen, der hier auch getwittert hat, im letzten Boom und Bust persönlich ja gesagt hat, dass wahrscheinlich der Staat das sein wird, weil einfach sonst die Stimmung in der Bevölkerung kippt und die wird wohl auch kippen deswegen, oder sagen wir mal so, die Entscheidung von Habeck wird wohl kippen, dass diese AKWs jetzt in Reserve gehalten werden. Das wird er nicht durchhalten. Gestern hat der Sachverständigenrat gesagt, das ist nicht sehr zielführend. Das ist sozusagen die größte verbale Watsche, die man als Sachverständigenrat geben kann. Wenn man sagt, ist totaler Bullshit, sagt man nicht zielführend. Die Energiekrise wird bis mindestens 2024 dauern, so der Sachverständigenrat. Und die Bild-Zeitung ist ein bisschen, wie sagen wir es, plakativer. Wirtschaftsweise hauen Habecks AKW-Plan in die Tonne. Ne? Sie sehen, das ist eine andere Formulierung, aber in der Sache natürlich dasselbe. Empfehlungen, meine Damen und Herren. Australien, es ist Zeit für den Big Short. Schauen Sie unten mal diese Grafik an. Hier sehen Sie die sogenannten variablen Rate Mortgages, also da, wo Hypotheken variabel verzinst sind. Das heißt, wer einen Kredit hat, einen Immobilienkredit, der ist abhängig dann davon, wenn er eine solche variable Verzinsung hat, wie eben die Zinsen sich entwickeln. Und wenn die weiter nach oben gehen, dann kommt er in Schwierigkeiten. Und in Australien sind das seit 2020 fast 100% aller Immobilienkredite, die vergeben wurden. Also das könnte eine sehr, sehr interessante Geschichte sein, auch für jemand, der investiert oder respektive spekuliert. Der Big Short, erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, relativ still und heimlich haben die Saudis ihre Ölproduktion angehoben. Die füllen damit praktisch die Lücke, die die Russen jetzt nicht mehr ausfüllen, weil viele eben sagen, naja, wir verkaufen oder kaufen kein russisches Öl mehr. Zweite Empfehlung, das hat Konsequenzen, da ist viel Geopolitik drin. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, als Artikel, ein Artikel bei Achse des Guten über meinen drittbesten Freund Marcel Fratscher, flexibel wie eine Excel-Tabelle, bedeutende Denkerinnen und Denker des 21. Jahrhunderts, M.F. Das ist aber nicht Markus Fugmann, sondern Marcel Fratscher, wie gesagt, mein drittbester Freund. Da hat Henrik Broder einen amüsanten Text geschrieben, den ich Ihnen empfehlen möchte. Also drei Empfehlungen, zwei von Finanzmarktwelt und hier die Achse des Guten. Ich sage jetzt Servus und Ciao.